Wir machen auch direkt weiter, und zwar mit der Medius-Preisverleihung, einem Preis, der junge Forschung, junge wissenschaftliche Arbeiten holen will, und zwar von der FSF, der GMK, die MABB und auch das Deutsche Kinderhilfswerk sind also mit dabei, immer diesen Preis auszuloben, und das schon seit dem Jahr 2008. Werden Abschlussarbeiten ausgezeichnet im deutschsprachigen Raum, die sich mit innovativen Aspekten in dem Medienbereich, der Pädagogik oder auch dem Jugendmedienschutz auseinandersetzen. Und bei mir ist jetzt Judith Kunz, Referentin Hallo. Medienkompetenz bei der MABB. Und du warst Teil eben der Jury. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wer war da noch alles mit dabei? Ein paar habe ich gerade schon genannt. Genau, also eigentlich alle Institutionen, die du gerade schon genannt hast, die FSF, die MABB selbst, dann das Deutsche Kinderhilfswerk und nicht zuletzt natürlich auch die GMK. Und zusätzlich haben wir jedes Jahr zwei externe Jurymitglieder, das sind immer ProfessorInnen, genau, die uns dabei unterstützen und das Ganze nochmal aus fachlicher Perspektive betrachten. Und wie war das jetzt so in diesem Jahr? Wie viele Einreichungen haben euch erreicht? Und kann man auch so ein bisschen vielleicht was über die Qualität der Einreichung sagen? Ja, also wir hatten dieses Jahr insgesamt 11 Bewerbungen. Davon waren 3 aus dem Bachelor, der Rest Master. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel. 11 Bewerbungen hatten wir insgesamt. Genau, das klingt nicht so viel, aber man muss sich natürlich vor Augen halten, dass jeweils die teilweise auch recht umfangreich sind. Wir hatten Arbeiten mit über 100 Seiten dabei, das heißt, wir hatten trotzdem genug zu lesen. Mhm. Und genau. Kann man auch daran so ein bisschen schon sehen, also das ist natürlich nur ein Ausschnitt dessen, was überhaupt an Hochschulen natürlich passiert in dem Bereich, aber gibt es sowas wie ein dominantes Thema oder einen Trend, den man so erkennen kann inhaltlich, was eben gerade vielleicht besonders viel auch gesellschaftlich diskutiert wird? Ja, also wir können vielleicht sagen, dass wir so 2 größere Überthemen hatten. Einmal das Thema so Gaming-Spiele, dazu gab es einige Arbeiten. Aber eben auch das Zweite ist so vielleicht, kann man vielleicht mit Gefahren auf Social Media überschreiben. Also da ging es einmal um Werbung, Influencer-Marketing, aber auch sowas wie Mediensucht oder Extremismusprävention. Das waren so Themen, die wir jetzt in diesem Jahr viel auf dem Tisch hatten. Mhm. Und kann man auch was über die Qualität der Einreichungen sagen? Ja, wir hatten viele tolle Arbeiten dabei dieses Jahr. Die Auswahl ist uns nicht leicht gefallen. Du hast gerade gesagt, der wurde jetzt seit 2008 verliehen, mhm. dieser Preis, also zum 16. Mal diesmal. Wir würden uns natürlich wünschen für die Zukunft, dass wir vielleicht auch trotzdem noch ein bisschen mehr Bewerbungen Ihr wollt noch mehr Arbeit. Bekommen, genau. Deshalb vielleicht auch an dieser Stelle der Appell an alle, die Abschlussarbeiten auf den Tisch bekommen, den Medius immer so ein bisschen vielleicht im Hinterkopf zu behalten, denn die nächste Ausschreibung kommt bestimmt. Ganz sicher. Aber damit kommen wir jetzt erstmal zur ersten Auszeichnung des heutigen Tages, und zwar eine besondere Anerkennung in diesem Jahr. Und die Laudatio hält Sophie Pohle vom Kinderhilfswerk und Christian Kitter von der FSF. Die aktuelle STIM-Studie belegt die große Bedeutung digitaler Spiele im Alltag von Kindern und Jugendlichen. Nur 8% der 12- bis 19-Jährigen geben an, niemals digitale Spiele zu spielen. 72% der Jugendlichen hingegen spielen regelmäßig. Dabei bieten digitale Spiele jungen Menschen komplexe Erlebnisse, die emotionale Bindungen schaffen und Gemeinschaft sowie soziale Interaktion fördern können. Eines dieser Spiele ist das Online-Multiplayer-Spiel Among Us, das im Jahr 2020 mit fast 500 Millionen SpielerInnen in einem Monat eine unglaubliche Popularität erfuhr. In Among Us übernehmen die Spielerinnen zweier Teams die Rollen einer Raumschiffbesatzung, die ähnlich wie im analogen Spiel die Werwölfe von Düsterwald Aufgaben erfüllen und gleichzeitig versuchen müssen, Betrüger zu identifizieren. Das erfordert Beobachtungsgabe, strategisches Denken, Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit. Genau hier setzt die von uns ausgezeichnete Masterarbeit an. Der ist mit einem eigens entwickelten und praktisch durchgeführten Workshop gelingt, all diese Aspekte des digitalen Spiels in die reale Welt zu übertragen. Die Kernfrage der Arbeit, welche Medienkompetenzen durch die Umsetzung des Workshops in der offenen Kinder- und Jugendarbeit gefördert werden können, wird durch einen praxisorientierten und hochpartizipativen Ansatz sowie eine detaillierte Analyse umfassend beantwortet und liefert wichtige Erkenntnisse für die medienpädagogische Praxis. Dabei zeigt die Arbeit auf eindrucksvolle und innovative Art und Weise und mit bemerkenswerter Liebe zum Detail, wie digitale Spiele als Medium genutzt werden können,
um soziale Interaktion, kreative Gestaltungsprozesse und die Reflexion der eigenen Mediennutzung zu fördern. Die Arbeit demonstriert, wie der Transfer eines digitalen Spiels in die Realität Kompetenzen wie medienbezogenes Funktions- und Strukturwissen, aber auch personale und sozialkommunikative Fähigkeiten nachhaltig fördern kann. Ein inspirierendes Beispiel dafür, wie innovative Ansätze in der Medienpädagogik konkret und wirkungsvoll umgesetzt werden können. Daher freuen wir uns, die herausragende Masterarbeit Among Us in Real Life, Kompetenzförderung in der offenen Kinder- und Jugendarbeit durch die Übertragung von digitalen Spielen ins echte Leben von Leon Beckmann mit einer lobenden Anerkennung im Rahmen des Medios 2024 auszuzeichnen. Wunderbar, sehr schön, er strahlt, herrlich. Herzlichen Glückwunsch, Leon. Vielleicht kannst du noch ein bisschen genauer erzählen, wie das eigentlich funktioniert. Wie überträgt man denn ein digitales Spiel in die in Anführungszeichen echte Welt? Ja, gerne. Hi. Letztendlich ist das Grundprinzip relativ einfach zu verstehen. Man braucht natürlich erstmal das digitale Spiel. Und dann schaut man sich das digitale Spiel ganz genau an. Also welche Spielelemente gibt es da, welche Komponenten gibt es im Spiel und was braucht das Spiel überhaupt, um zu funktionieren. Und wenn man dann diese Analyse gemacht hat, kann man sich diese Elemente im einzelnen Detail nochmal genauer anschauen. Dann überlegt man, okay, wie könnte dieses einzelne Teil dann im echten Leben aussehen? Das ist natürlich dann das, was sehr spannend und auch sehr herausfordernd teilweise sein kann, weil man schnell merkt, Sachen, die im Spiel vielleicht relativ einfach erscheinen, gibt es vielleicht im echten Leben nicht direkt so eine gute Übersetzung dafür. Die braucht man noch nicht, denn das ist das Schöne. Man kann da ganz individuell und innovativ auch dann rangehen und diese Sachen umsetzen. Da kann man sich dann bei allen möglichen Sachen bedienen, bei normalen Spielen, die man so aus dem Alltag vielleicht kennt oder Gegenstände, die man so rumliegen hat. Und das kann man dann dafür nutzen. Wie bist du denn auf die Idee überhaupt dazu gekommen, zu sagen, ach, ein digitales Spiel, das übersetze ich jetzt mal irgendwie in die Realität? Das ist tatsächlich ganz witzig. Das ist auch wieder aus dem Workshop raus entstanden. Und zwar hatte ich vor diesem Spiel Among Us, da gibt es ja verschiedene Aufgaben. Und eine dieser Aufgaben hatte ich schon mal aus dem Spiel rausgeholt und da einen Workshop drum gemacht. Und dann hatten wir den Workshop durchgeführt und hatten den auch unter dem Titel Among Us in Real Life laufen lassen. Und dann kam ein Junge am Ende auf mich zu und meinte so, schade, ich dachte, wir spielen das richtig im echten Leben. Und dann habe ich da irgendwie weiter darüber nachgedacht und das ist so hängen geblieben. Und dann ist letztendlich die Idee dann auch daraus entstanden, die Masterarbeit darum zu kreieren. Wir haben auch noch eine kleine Überraschung für dich. Und zwar haben wir eine Sketchnote vorbereitet von deiner Arbeit. Also das Ganze sozusagen, was du niedergeschrieben hast, haben wir verbildlicht. Vielleicht können wir das auch noch mal sehen. Da ist es, genau. Da ist der ganze Prozess sozusagen auch nochmal aufgezeigt. Du wirst das natürlich dann auch noch zugeschickt bekommen, Leon. Also es ist nicht verloren. Vielleicht können wir es nochmal kurz sehen. Das wäre genau, wunderbar. Da sieht man nämlich den gesamten Prozess, wie das eigentlich abgelaufen ist, Among Us ins echte Leben zu übertragen. Leon, was war denn jetzt für dich, Arbeit ist fertig, das größte inhaltliche Learning, also nach Abschluss eben dieser Arbeit? Ja, ich würde sagen, letztendlich war das inhaltliche Learning das Größte auch tatsächlich das, was das Ergebnis der Arbeit war. Und zwar, dass diese Methode der Übertragung von digitalen Spielen ins echte Leben auch einfach ein riesiges, großes Potenzial und auch ein sehr vielfältiges Potenzial für die Kompetenzvermittlung hat. Und auch gute Möglichkeiten, Transferprozesse anzuregen, um auch zum Beispiel Kompetenzen, die man im digitalen Spiel direkt erlernt, wieder in das echte Leben zu holen und dort zu verankern. Und gibt es vielleicht noch irgendwen, bei dem du dich bedanken möchtest oder solltest, weil er oder sie dir sehr zur Seite gestanden hat in der Zeit dieser Arbeit? Gerne. Ich weiß nicht, ich sehe mein Bild gerade nicht. Bin ich sonst irgendwo zu sehen oder ist das... Gerade glaube ich, jetzt sehen wir dich wieder. Okay, alles klar, dann ist einfach ein bisschen verzögert, danke. Ja, erstmal vielen Dank an die wundervolle Laudatio. Das sind auf jeden Fall Worte, die lange in meinem Kopf wiederhalten werden. Dann auch vielen, vielen Dank an die Jury. Das macht mich wirklich unglaublich stolz, diese lobende Anerkennung zu erhalten und sehr, sehr glücklich. Und dann möchte ich mich natürlich auch bei den Leuten bedanken, die es überhaupt möglich gemacht haben, dass ich diesen Moment hier genießen kann.
Und das sind auch die Leute, die mich mein Leben lang begleitet haben. Und ohne diese Leute wäre auch dieses Masterprojekt nie zu dem geworden, was es ist. Mein absolutes Herzensprojekt. Erstmal geht natürlich der Dank an meine Dozierenden, Katharina Herde und Dr. Philipp Karsch. Vielen Dank für die Nominierung und für den hilfreichen Austausch und die Begleitung meiner Arbeit. Als nächstes geht der Dank raus an das Team der GMK-Geschäftsstelle. Ihr seid wirklich die besten Kolleginnen, die ich mir nur wünschen kann. Vielen Dank für eure Unterstützung. Friederike, vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich meine Arbeit an das Masterprojekt anbinden konnte und das Vertrauen, das du mir damit geschenkt hast. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Dankeschön. Renate und Tanja, euch danke ich für die Korrekturschleifen, für die Bestärkung und die Sicherheit, die ihr mir damit gegeben habt. Eva, du helfende Elfe. Danke, dass du meine Leidenschaft mitgetragen hast, dass du meinen Wahnsinn und Perfektionismus ertragen hast und mich auf diesem gesamten Weg so unfassbar gut unterstützt hast. Danke für alles. Das nächste Dankeschön geht noch an meinen weltweiten Freundeskreis. Vielen Dank für eure Liebe, eure Freude, eure Hilfe, eure Unterstützung, euer blindes Vertrauen und dafür, dass ihr immer an meiner Seite seid. Danke für eure Freundschaft. Einen großen Applaus für Leon, bitte. Und danke an meine Familie. Ich liebe euch über alles. Ja, Leon, dann feier heute auf jeden Fall schön. Einen großen Applaus bitte nochmal für Leon. Und damit machen wir auch direkt weiter mit dem zweiten Platz des Medios. Und die Laudatio verliest Friederike von Groß von der GMK und Judith Kunz, die haben wir gerade schon mal kennengelernt, von der MABB. Der gesellschaftliche Diskurs über Körpernormen schreibt übergewichtigen Menschen eine eindeutige Rolle zu. Normalgewichtige Personen sind, wie der Begriff schon suggeriert, in unserer Wahrnehmung der Standard. Übergewichtige Menschen weichen davon ab. Aber welche Rolle spielen Filme und Medien, egal ob implizit oder explizit, für diese Wahrnehmung? Wie werden übergewichtige Figuren im zeitgenössischen Kino dargestellt? Die Masterarbeit, die wir heute auszeichnen, erarbeitet für genau diese Fragen ein theoretisches Rahmenwerk. Anhand von zwei Filmen untersucht die Autorin die Darstellungs- und Konstruktionsweisen im aktuellen Diskurs über Körpernormen. Und sie nimmt zudem die Darstellung von mehrgewichtigen Personen in den Blick. Auf Grundlage eines in der Filmtheorie bekannten und geschätzten Konzepts, nämlich dem Male Gaze, entwickelt die Verfasserin hierfür ihren eigenen innovativen und produktiven Ansatz. So skizziert sie ein Konzept des Thin Gaze, das ihr als Analyseraster dient, um einzelne Szenen in den beiden ausgewählten Filmen in Hinsicht auf Bildaufbau, Gestaltung und Ton- und Musikebene zu erforschen. Beeindruckend zeigt sie, wie filmästhetische Techniken den Effekt der Objektivisierung von Übergewicht herstellen, während dünne Figuren als erstrebenswert gelten. Dabei bezieht sie verschiedene theoretische und historische Aspekte der Blicktheorien ein und zeigt auf, wie Stereotypisierung und Sexismus in der Darstellung von übergewichtigen Menschen zusammenwirken. Beeindruckend arbeitet die Autorin heraus, wie Filme gesellschaftliche Machtstrukturen reflektieren. Denn das Othering von mehrgewichtigen Menschen, das findet nicht nur in audiovisuellen Medien sondern ist auch in der gesamten Gesellschaft omnipräsent. Und während Bewegungen wie zum Beispiel das Fat Acceptance Movement versuchen, der Stigmatisierung auf gesellschaftlicher Ebene entgegenzuwirken, ist es Aufgabe der Medienbildung und Medienpädagogik, eben insbesondere jungen Menschen darauf hinzuweisen und sie zu sensibilisieren, genau eben für diesen audiovisuell hergestellten Thin Gaze. Deshalb freuen wir uns, die herausragende Masterarbeit Kritische Ansätze zu einem Thin Gaze, filmästhetische Elemente zu einem Othering von übergewichtigen Figuren im zeitgenössischen Kino von Clara Hoheisel mit dem zweiten Platz für den Medius 2024 auszuzeichnen. Herzlichen Glückwunsch. Einen großen Applaus, komm gerne nach vorne. Herzlichen Glückwunsch. Genau, erst einmal das Wichtigste, Urkunde und Blümchen. Und einen großen Applaus bitte nochmal. Okay.
Also, du wolltest ja mit deiner Arbeit zeigen, dass Filme und Medien also ganz maßgeblich dazu beitragen können, wie unsere gesellschaftliche Wahrnehmung von Übergewicht ist. Wie ist das Thema sozusagen zu dir gekommen? Warum ist das Thema deiner Arbeit geworden? Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe ja eigentlich Multimedia und Autorschaft in Halle studiert und habe in diesem Rahmen ein Auslandssemester gemacht in Belfast. Broadcast Productions hieß der Studiengang. Und dort habe ich ein Seminar besucht, Gender and Media hieß das. Und dort haben wir uns sehr viel mit dem Male Gaze beschäftigt von Laura Mulvey aus dem Jahr 1975. Und dort ging es halt viel darum, dass oft in Filmen aus einer speziellen männlichen Perspektive geschaut wird. Und dann habe ich so überlegt, könnte man das nicht irgendwie weiterdrehen? Und dann habe ich im Kino mit Freundinnen den Film The Whale von Darren Aronofsky gesehen und dachte dann, spannend eigentlich, wie diese übergewichtige Person dargestellt wird. Und so ist dann die Idee entstanden, ein Thin Gaze zu untersuchen. Und wir haben auch für dich so eine Sketchnote vorbereitet. Da gucken wir jetzt auch auf jeden Fall nochmal rauf. Genau. Und was ich auf jeden Fall auch sehr spannend fand, ist, da wird auch dieser Film, eben The Whale, erwähnt, dass dort auch der Fatsuit erwähnt wird, dass es also anscheinend ja keine übergewichtigen SchauspielerInnen gibt. Ist das was dir vorher so klar war oder erst so mit der Beschäftigung eigentlich klar geworden ist, ja, das ist so eine Branche, ne? Das wissen wir schon per se, da sind irgendwie alle schön und schlank, aber das nochmal so auf dem, ich sag mal, Silbertablett präsentiert zu bekommen, war wahrscheinlich doch nochmal was anderes, oder? Wie war das für dich? Ja, auf jeden Fall, weil man sich dann natürlich auch sehr viel dazu eingelesen hat. Gerade in diesem Film The Whale, Brendan Fraser, der Schauspieler, hat 140 Kilogramm extra getragen. Und ich habe mich dann natürlich gefragt, warum hat man denn keinen Schauspieler besetzt, der tatsächlich davon betroffen ist? Dann gibt es natürlich wieder andere Schwierigkeiten, dass es vielleicht auch einfach gesundheitlich schwierig sein kann, für einen Schauspieler dann mit an so einem Filmset zu arbeiten. Aber ja, diese Arbeit hat mich wirklich dazu gebracht, nochmal sehr viel zu reflektieren, auch viel mit Betroffenen ins Gespräch zu kommen. Und mittlerweile bist du Redaktionsvolontärin beim Deutschlandfunk oder beim Deutschlandradio. Kannst du jetzt aus diesen Erkenntnissen, die du hast in deiner Arbeit, auch noch, also noch journalistisch was anfangen? Das ist der Plan. Also dieses Volontariat ist ja so aufgebaut, dass wir die erste Zeit in Köln beim Deutschlandfunk sind und bei Deutschlandfunk Nova. Und der zweite Teil ist dann in Berlin bei Deutschlandfunk Kultur. Und dort gibt es ja auch einige Sendungen, wo immer wieder Filme auch eine Rolle spielen. Und da hoffe ich, dass ich all das Wissen, was ich jetzt in dieser Arbeit bekommen habe, dort irgendwie noch in einem Beitrag umsetzen kann. Dann natürlich alles Gute bei dem weiteren Werdegang und einen großen Applaus bitte noch einmal für Clara Hoheisel. Dankeschön. Und damit kommen wir auch zum ersten Preis beim Medius. Und die Laudatio haben wir vorbereiten lassen von Professor Dr. Sven Stollfuß und Professor Dr. Sonja Ganguin, beide von der Uni Leipzig, die heute leider nicht da sein können, aber natürlich auch eine Laudatio vorbereitet haben. Ja, ein Hallo aus Leipzig nach Berlin. Frau Ganguin und ich entschuldigen uns, dass wir heute leider nicht persönlich in Berlin dabei sein können, aufgrund von anderen Verpflichtungen, wünschen allen aber einen schönen Tag und Abend auf dem Sommerforum. Ja, wir sind hier, um die Laudatio für die Erstplatzierte auszusprechen und das werden wir heute das erste Mal gemeinsam machen und uns etwas abwechseln und ich starte. Der Transfer von Theorie und wissenschaftlicher Arbeit in die Praxis ist oft nicht einfach zu bewerkstelligen, insbesondere im Zusammenhang mit Familien und damit eben unterschiedlichen Generationen, ist das eine noch größere Herausforderung. Die heute auszuzeichnende Arbeit hat sich dieser schwierigen Aufgabe auf eine produktive und wissenschaftlich konzeptuell wie auch methodisch sehr gute Art und Weise gestellt. Und dazu noch in einem spielerischen Zugang, der uns in der Gesamtbewertung der Arbeit besonders überzeugt hat. Die an der Fakultät für Bildung, Kunst und Architektur der Universität für Weiterbildung Krems eingereichte Masterarbeit hat sich zum Ziel gesetzt, ein Escape Game für Familien zu entwickeln, um die Kommunikation über die Nutzung von Smartphones zu fördern. Dabei nimmt sich die Arbeit der Herausforderung an, aus medienpädagogischer Perspektive die Unterstützung einer kompetenten Smartphone-Nutzung von Kindern in der Kommunikation innerhalb der Familie zu adressieren. Online-Anwendungen werden auf mobilen Geräten wie dem Smartphone ja in der Regel individuell und vor allem alleine genutzt.
Der Kontakt mit negativen Inhalten ist dabei gerade für Kinder besonders risikobehaftet. Demgegenüber benötigen auch Eltern bisweilen Unterstützung, wie sie ihre Kinder im Umgang mit eben diesen negativen Medienerfahrungen begleiten können. Speziell das erste Smartphone für Kinder kann als Wendepunkt betrachtet werden, da sich dessen Nutzung oftmals außerhalb der elterlichen Beobachtung abspielt. Zugleich finden in Familien selten Gespräche über die Art und Weise oder den Umfang der Nutzung des Gerätes sowie vor allem bestimmter Anwendungen auf dem Smartphone statt. Während es beispielsweise mit Elternabenden durchaus ein Beratungsformat gibt, über das Informationen und Tipps für die Aushandlung von Regeln der Mediennutzung vermittelt werden können, werden darüber aber Familien, die solche Beratung nicht in Anspruch nehmen, leider kaum erreicht. Die auszuzeichnende Masterarbeit hat hierfür ein spielerisches Konzept entwickelt, um die Beratung sozusagen in einen Familienabend tragen zu können. Untersucht wurde daher, so die Darstellung der Verfasserin selbst, wie ein Escape Game designt werden kann, welches den kommunikativen Austausch zu einem Thema fördert. Dabei wurde auch untersucht, welche Aspekte bei der Entwicklung eines Escape Games für die Zielgruppe Familie beachtet werden müssen und ob es ein Nachgespräch zum Escape Game bezüglich des Transfers von Spielinhalten auf die eigene Lebenswelt ermöglicht. Dafür wurde von der Verfasserin ein Spiel mittels iterativem Game Design entworfen. In einem Koffer werden familienpräparierte Alltagsgegenstände, Papiermaterial sowie digitale und interaktive Inhalte auf einem Smartphone und Tablet zur Verfügung gestellt. Entlang der Logik eines investigativen Spiels müssen dann Rätsel gelöst werden, bei denen zum Beispiel das Passwort des Smartphones zu knacken ist, um sich so mit der Verwendung sicherer Kennwörter zu befassen. Zudem gilt es durch die Spielerinnen, die legale Verwendung von Bildern für eine Veröffentlichung zu prüfen. Auch werden sie mit Situationen wie dem Empfang eines vermeintlichen Virus oder unangenehmen Chatverläufen konfrontiert. Im Sinne der Logik des Spiels geht es dabei darum, einem vermeintlichen Hacker auf die Schliche zu kommen. Aus medienpädagogischer Sicht aber führt das Game gerade auf spielerische Art und Weise in die zu problematisierenden Arbeiten der Smartphone-Nutzung von Kindern ein und wie damit in Familien kommunikativ umgegangen werden kann. Als Jury hat uns die Arbeit nicht nur thematisch begeistert, sondern auch in der Umsetzung sehr überzeugt. Daher freuen wir uns, Nora Bünger für ihre Masterarbeit Escape Game Design für Familien zur Förderung der Kommunikation über eine kompetente Smartphone-Nutzung mit dem ersten Preis des Medios 2024 auszeichnen zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch! Ja, herzlichen Glückwunsch an Nora Bünger, die uns jetzt auch zugeschaltet ist. Denn Nora befindet sich, ich hoffe, sie ist da. Ist Nora da? Ich bin da. Sehr gut. Ah, hallo Nora. Ich hoffe, hallo. Ich verrate nicht zu viel, dass du in besonderen Umständen bist und deswegen heute leider nicht dabei sein kannst. Deswegen drücken wir natürlich auch an anderer Stelle die Daumen. Aber jetzt kann es ja nur noch besser werden, jetzt sogar noch mit dem ersten Preis bei Medios. Also herzlichen Glückwunsch. Und gleich auch die Frage vorweg. Du wolltest ja, oder du hast festgestellt bei deiner Arbeit, in deiner medienpädagogischen Arbeit, dass das Smartphone so einen ganz wichtigen Wendepunkt in den Familien eigentlich bedeutet, weil natürlich damit ganz viele Freiheiten für die Kinder kommen, aber eben die Kommunikation darüber, was dieses Ding alles kann und was es vielleicht auch für Gefahren mit sich bringt, oft eben gar nicht so sehr stattfindet. Und jetzt hast du also versucht, diese Kommunikation anzuregen mit einem Escape Game. Warum genau das? Also warum eignet sich das so besonders gut, um da ins Gespräch zu kommen und wie ist diese Idee bei dir entstanden? Also ich muss zugeben, ich hatte in erster Linie direkt erstmal Lust, ein Escape Game zu machen. Also die Idee mit dem Spiel war quasi zuerst da und parallel gab es quasi aus der medienpädagogischen Perspektive diese Problematik, die ich gesehen habe und ich habe einfach beides zusammengebracht tatsächlich.
Genau, also deswegen das Spiel an sich, Escape Games, sind einfach Spiele, die, glaube ich, für alle Generationen sehr gut geeignet sind. Also es gehen sowohl Erwachsene, lassen sich in Räume einschließen, live, um da wieder rauszukommen, oder junge Erwachsene leihen sich vielleicht so oder kaufen so kleine Brettspiele, die man als Escape Games spielen kann. Und Kinder interessiert es auch, und deswegen ist das, glaube ich, einfach ein Format, was ja, für alle Altersgruppen interessant ist. Und deswegen habe ich gehofft, damit eben auch Familien ganz gut erreichen zu können. Und es hat zumindest im Rahmen dieser Arbeit ganz gut funktioniert. Wir haben auch für dich eine Sketchnote vorbereitet, die also auch deine Arbeit nochmal in etwas Bildhaftes übersetzt hat. Das wollen wir dir natürlich jetzt auch ganz gerne einmal zeigen. Da ist unsere Sketchnote zum Escape Game Design. Und was mir sofort ins Auge gesprungen ist, ist dieser Koffer. Ist das dann tatsächlich auch so, wie ich mir das vorstellen kann? Also du hast denen tatsächlich einen Koffer an die Hand gegeben und mit dem sind sie dann sozusagen losgerannt ins Spiel? Genau, also genau genommen bin ich erstmal zu den Familien gekommen und habe dann so einen, wirklich so einen Koffer, ja, so Größe eines Reisekoffers eigentlich, so ein Case, ist es eigentlich wie so ein Technik-Case, habe ich mitgebracht, und der ist verschlossen, und dazu gehört noch eine kleine Aktentasche, und dann wird das Ganze in eine kleine Geschichte eingebunden. Wir brauchen dringend die Hilfe dieser Familie, um einen Fall zu lösen. Es geht um einen angeblich ganz bösen Hacker, von dem wir nicht so genau wissen, was der so treibt, und der hat diesen Koffer in seinem Versteck zurückgelassen, und nun ist die Frage, ja, kann damit irgendwas passieren? Schnell noch einmal Wasser bereitstellen, weil könnte ja auch eine Bombe drin sein, die man entschärfen muss oder so. Das ist dann, es wird man schnell in die Geschichte reingezogen, und dann gibt es darin sowohl digitale Geräte als eben auch ganz analoge Gegenstände, die dann ja insgesamt Rätsel ergeben und die man lösen muss als Familie. Und wenn ich das jetzt so sehe und ich bin vielleicht eine medienpädagogische Fachkraft oder ich bin vielleicht ein Elternteil und denke, wow, okay, so ein Escape Game würde ich auch gerne mal spielen, um zu gucken, kann ich vielleicht auch eben mit meinem Kind ins Gespräch kommen. Könnte ich das jetzt noch machen? Könnte ich zu dir kommen, Nora, und sagen, also den Koffer, den bräuchte ich jetzt auch noch mal zu Hause? Jein. Also das Problem ist an diesem Koffer, man kann den nicht einfach so wie so ein Brettspiel mit nach Hause nehmen und einfach spielen, sondern, und das ist auch so ein bisschen von der, ja, aus der medienpädagogischen Perspektive ganz wichtig, man braucht dazu noch eine betreuende Person, die teilweise auch Dinge steuert in diesem Spiel, und die danach auch eben dieses Nachgespräch anstößt. Also ich habe gemerkt, dass ganz, ganz wichtig ist, wenn man mit diesem Spiel was erreichen will, inhaltlich, dass eben der Austausch danach über das Spiel ja, einfach dazu führen kann, dass überhaupt ein Austausch in der Familie über Mediennutzung und Smartphone-Nutzung stattfindet. Und deswegen kann man den sich nicht so ausleihen, aber man kann mich natürlich gerne anfragen. Und ich bin aktuell auch dabei, endlich ein Jahr nach dieser Masterarbeit mit einer Institution zu schauen, dass wir dieses Spiel auch ja, in die Öffentlichkeit bekommen und da dann auch Familien daran teilnehmen können. Aber ich bin da auch offen für Anfragen, falls jetzt jemand da sitzt und sagt, voll gerne, sowas würden wir gerne mehr machen, dann gerne melden. Und du bist ja tatsächlich mittlerweile auch selbstständig als Medienpädagogin. Was gibt es denn neben Escape Games bei dir noch so im Koffer, in Anführungszeichen? Was hast du noch so an Instrumenten? Ja, das fand ich gerade ganz spannend mit der Arbeit, die vor mir ausgezeichnet wurde, die sehr, sehr spannend klingt. Ich hoffe, ich kann sie irgendwann mal lesen, weil ich nämlich ganz viel auch im Filmbereich mache. Also ich mache mit Kindern und Jugendlichen Filmen und Fotoworkshops, kreative Workshops, multimediale Workshops. Aber ich bin auch zum Beispiel in Schulen und mache da Präventionsarbeit. Und da geht es ganz viel um so Dinge wie die Smartphone-Nutzung und das Wohlbefinden im Umgang mit dem Smartphone. Dann wünschen wir dir natürlich auf jeden Fall ganz viel Erfolg dabei, bei allem, was weiterkommt, sowohl privat als auch beruflich. Und damit nochmal einen ganz großen Applaus für Nora Bünger und ihre hervorragende Arbeit und den ersten Platz beim Mediuspreis, bitte. Und dieser Applaus gilt natürlich allen Preisträgerinnen und Preisträgern auch noch einmal vom Mediuspreis. Damit neigt sich unsere Veranstaltung heute auch dem Ende zu. Das war's für heute. Natürlich gibt's aber auch im nächsten Jahr wieder ein Sommerforum Medienkompetenz und auch einen Mediuspreis. Und dafür freuen wir uns auch wieder über Bewerbungen bis zum 28. Februar 2025 an medius@mabb.de. Und wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute hier gehört haben, auch das Sommerforum, dann teilen Sie das doch gerne, denn diese Veranstaltung gibt es auch im Nachgang noch bei YouTube, bei der FSF und auch bei Alex sowie im Kosmos von Alex zu sehen. Und damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Zuhören und hoffe, dass Sie vielleicht ein paar Gedanken, die wir heute anstoßen könnten, Sie auch noch ein bisschen weiter begleiten. Tschüss, bis bald.